Zeiten sind wirklich unerfreulich. Wir müssen schon wieder über Faschismus reden, als seien es die 1930er. Das liegt daran, dass gerade sehr viel Veränderung in unserer Welt vor sich geht und autoritäre Kräfte weltweit beschließen, das Chaos und die Unübersichtlichkeit und auch die Ungerechtigkeit dieser Welt dafür zu nutzen, um diese emotional sehr ansprechende Geschichte zu erzählen, nach der sämtlicher Wandel, den wir gerade erleben, eine Erfindung von denen da oben ist, die man aufhalten könnte und dann wird alles wieder normal und wie in einer eingebildeten, glücklichen Vergangenheit. Und das kommt bei vielen Leuten gut an, die überfordert sind und die Komplexität nicht aushalten und die Kontrollverlust fühlen. Die nicht mehr das Gefühl haben, ich bin ein wertvolles, wichtiges Mitglied meiner Gesellschaft. Eigentlich müssten wir Demokratinnen jetzt eine andere Geschichte erzählen. Eine, die auf diese Emotion eingeht, aber sie positiv dreht. Sagt, hey, du bist kein Opfer, du bist nicht kontrolllos. Du lebst in einer Demokratie und du kannst deine Stimme hörbar machen. Du bist wichtiger, unverzichtbarer Gestalter. Wir brauchen dich, denn die Probleme sind viel zu komplex, als dass irgendein Expertengremium oder irgendwer da oben es lösen könnte. Deshalb brauchen wir die ganze Gesellschaft. Aber die Wahrheit ist, dass diese Geschichte ja nicht die Realität abbilden würde, unserer Demokratie, wie sie heute ist. Denn die Wahrheit ist, wir haben keine perfekte Demokratie. Wir haben super starken Lobby-Einfluss. Wir haben mehr registrierte LobbyistInnen im Bundestag als Abgeordnete. Wir haben einen total starken Abbau von sozialen Möglichkeiten. Wir haben eine unfassbare Schere zwischen Arm und Reich. Das alles sollten wir dringend ändern. Und das Gute ist, wir können es ändern, weil wir machen Politik. Politik sind diese großen Schritte nach vorne in Richtung einer positiven Vision, die man hat. Damit machen wir auf eine tiefe, wichtige Weise Mut und schützen die Demokratie nicht nur. Das reicht lange nicht mehr. Wir lassen sie wachsen.